Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Skikanal. Und ich habe mittlerweile hier schon einen Stammgast, den lieben Yannick Schettl von Sport und Mode Schettl in Bigger Olsberg, einen ehemaligen World Cup Bootfitter. Also ideal, der ideale Ansprechpartner oder der ideale Experte für dieses Video. Servus Yannick, schön, dass du Julian. Da bist. Schön, dass ich dabei bin. Ja, heute ein ganz spannendes Thema. Das Skitourenthema ist ja ein richtiges Boom-Thema in der Skifahrer-Community. Und heute wollen wir mal die Frage beantworten, wann ich eher einen Freeride-Schuh nehme, mit dem ich auch aufsteigen kann, oder wann ich einen abfahrtsorientierten Tourenschuh nehme oder einen performanceorientierten Tourenschuh nehme. Yannick, führ uns doch mal ein, was ist eigentlich die DNA der einzelnen Modelle? Was kann ich damit machen? Was zeichnet die Modelle aus? Also wie gesagt, verschiedene Modelle, verschiedene Plus- bzw. Minus-Punkte. Wir haben einmal bei dem Quantum den reinen Tourenschuh, der auch jetzt eine super Abfahrtsperformance hat, weil er einfach oben nochmal eine extra Lasche bekommen hat. Und wir haben hier einen sogenannten Hybrid-Schuh bekommen, der eigentlich als Pisten- bzw. Freeride-Schuh konzipiert worden ist, aber wir vorne durch diese Pin-Aufnahmen einfach die Option haben, damit auch eine Tour zu gehen. Das hängt aber immer davon ab, wie intensiv möchte ich dieses Thema betreiben, beziehungsweise wie viel Material möchte ich auch in meinem Keller stehen haben. Gehe ich reine Touren, dann würde ich natürlich eher immer den reinen Tourenschuh empfehlen. Möchte ich einen Schuh für alles haben, würde ich auf einen Hybridschuh gehen, wie beispielsweise der Lupo. Also für welche Zielgruppen sind jetzt diese Modelle geeignet, wenn du es nochmal ganz spezifisch herausarbeitest? Das für den reinen Tourengeher, weil er einfach nochmal leichter ist und halt, wie gesagt, das Tourenthema absolut zu 100% verfolgt. Und wenn jemand sagt, ich habe mal Spaß an der Tour, möchte aber nicht unbedingt einen zweiten Tourenschuh haben, dann gehe ich auf so einen Schuh, weil das ist, ich sage immer, 70 Piste, 30 Gelände bzw. Touren gehen, der Schuh für alles. Der hat ja auch noch die Besonderheit, dass man hier die Lasche rausnehmen kann, ne? Dadurch wird der dann auch noch mal ein bisschen leichter, wenn man dann aufsteigt. Genau, ich kann bei dem Lupo vorne quasi den Deckel abnehmen. Zack, zack, ist der Deckel ab. Damit ist der Schuh erstmal deutlich leichter. Ja. Und ich habe den Deckel natürlich im Rucksack. Ich kann ihn oben auf dem Berg wieder drauf machen und kann mit meinem gewohnten Pistenschuh supergeile Freeride-Hänge runterjagen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen spezifischer reingehen und uns auch mal verschiedene Zielgruppen anschauen. Angenommen, ich habe jetzt schon einen Pistenskischuh. Welchen Schuh würdest du dann empfehlen? Vor allen Dingen auch, wenn ich gerne die Abfahrt liebe. Das ist ja jetzt ein interessantes Thema, wenn ich eigentlich aufsteige, um abzufahren. Würdest du eher auf den Lupo gehen oder eher auf den Quantum Free? Oder ist es wieder so abhängig davon, wie viele Höhenmeter ich dann gehe? Ja, es ist extrem höhenmeterabhängig. Natürlich ist der Lupo etwas schwerer wie der Quantum. Ja? Also derjenige, der sagt, ich möchte leicht hochkommen und gut runterfahren, der geht natürlich auf dem Quantum. Wenn jemand sagt, für mich ist das aller Wichtigste die Abfahrt, der nimmt es dann auch wirklich in Kauf, mit dem etwas schwereren Schuh auch hochzugehen. Und ich denke auch für alle diejenigen, die sich nur einen Schuh kaufen wollen, ist natürlich das hier dann der Schuh, weil man halt auch auf die Piste gehen kann. Man kann da auch mal ein Rennski mitfahren. Und das Coole ist natürlich auch für ganz viele Menschen, dass man dann halt auch hier die G-Funktion hat, was natürlich nicht nur beim Après-Ski, sondern auch beim Weg zur Gondel eine coole Sache ist eigentlich. Ne? Ich vermisse es ein bisschen an meinen Rennschuhen, aber der Rennschuh, der würde dann auch wieder zu instabil werden. Jetzt mal die Frage an dich, jetzt noch eine Abschlussfrage. Welcher Skischuh ist denn für dich interessanter? Klar, du kannst jeden Schuh haben, du hast ein Sportgeschäft, aber wenn du jetzt einen Skischuh kaufen müsstest, du hast jetzt deinen Pisten-Skischuh, gehst du viele Touren? A, und würdest du dann eher den orientierteren nehmen? Oder B, bist du eher bei dem, weil du eh weniger Touren gehst und dann eher zum Freeriden auch anziehen wollen würdest? Also ich sag mal so, der letzte Winter war natürlich der Tourenwinter schlechthin. Da sind die Tourenschuhe natürlich super gegangen. Ich sag mal, für denjenigen, der wirklich alles machen möchte, beziehungsweise ich habe auch ganz gerne einen Schuh für alles, ist der Lupo durchweg ein super Schuh.
Jetzt natürlich, wenn ich in einer Saison sehr viele Skitouren gehe, bin ich natürlich sehr, sehr gerne mit meinem Diabello Quantum Free unterwegs, weil es einfach noch mal leichter ist für den Aufstieg. Ich habe eine super Abfahrtsperformance, aber halt das große Plus, muss man wirklich sagen, ist der Aufstieg, weil es einfach super, super leicht ist. Ich muss auch, wenn ich die Frage mir selber stelle, gestehen, dass ich zu dem Schuh hier greifen würde, zum Quantum Free, weil ich habe einen Pistenschuh, den ziehe ich auch zum Freeriden im Skigebiet an, wenn ich eine ganz normale Bindung habe, wo der auch reingeht, da geht der ja gar nicht rein, aber wenn ich da mal ein paar Höhenmeter aufsteigen muss, jetzt hier mit dem Rennschuh, dann gehe ich da auch eben hoch, weil mir die Abfahrt halt so wichtig ist, ja. Aber weil da hat man einfach die geilste Kraftübertragung, ne? Und wenn ich dann mal eine Skitour gehe, dann will ich es auch leicht haben. Dann hat man ja meistens auch einen geilen Vierenschnee oder einen geilen Tiefschnee. Ja. Also ich gehe jetzt nicht eine Skitour der Höhenmeter wegen, sondern ich gehe hoch, um dann eine geile Vierenschnee- oder Tiefschneeabfahrt zu haben. Und das ist ja nicht so störungsanfällig. Und dann ist für mich der Ski interessanter, einfach weil er leichter ist und in den Bedingungen auch super, super gut funktionieren wird. Okay, Yannick. Ich bedanke mich, dass du dieses Video mit deiner Expertise bereichert hast. Wenn ihr, ja, wenn Yannick mal besuchen wollt, in Bigger Olsberg euch die Skischuhe anpassen wollt, dann habe ich den Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, im Thema Skifahren interessiert seid, auch den Lifestyle so ein bisschen miterleben wollt oder auch mehr Wissen generieren wollt in dem Bereich, dann abonniert gerne den Kanal. Ganz wichtig, Glöckchen aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, ganz, ganz wichtig. Und jetzt schließen wir das Video. Macht's gut, euer Yannick und Julian. Ciao. Servus.